Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen War Thunder Video. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also, es gibt vielleicht das eine oder andere War Thunder Video von mir. Ich habe mal so mit den Flugzeugen irgendwas rumprobiert, so ein bisschen so, naja, so ein Erzählding zu machen, also mehr so eine Geschichte zu erzählen, als irgendwas zu dem Spiel zu machen. Und natürlich habe ich es auch im Livestream schon mal gezeigt, letzte Woche. Und deswegen mache ich jetzt auch ein Video für euch nochmal, also weil ich wieder einen Livestream angekündigt hatte. Am Montag für heute Abend und ich schaffe es leider nicht, also ich kann heute nicht streamen, aber eben ja vorher kurz ein kleines Video dazu rausbringen. Ich finde War Thunder ziemlich gut, weil apropos Livestream und War Thunder, da hat tatsächlich bis vor 2 Wochen war ich dann immer noch der Meinung, ja, War Thunder Bodenfahrzeuge, das ist so ein bisschen so meh. Ja, also da hat im Livestream jemand gefragt, ja, wie findest du War Thunder und so, und ich habe gesagt, Flugzeuge nach wie vor super, das können die richtig gut, ich habe nur keine Zeit zum Spielen, um da irgendwie voranzukommen, aber Flugzeuge gut, Bodenfahrzeuge, so. Und ja, da War Thunder mich aber hier so nervt mit ihren Newslettern und allem möglichen Tweets und Facebook-Posts und so, habe ich gedacht, naja, okay, dann installiere ich es mir halt nochmal, beziehungsweise hole halt mal das aktuelle Update und dann probiere ich es nochmal aus. Und tatsächlich, muss ich sagen, hat sich es verändert und ich bin nicht genau sicher, woran es liegt. Also es könnte zum einen sein, dass War Thunder wirklich ein bisschen besser geworden ist, was so die Steuerung angeht. Also das war ja immer die Problematik, dass die Fahrzeuge so ein bisschen rutschen. Und das tun sie immer noch. Also das ist wirklich ziemlich krass. Und dieses Federn hier, also die Federung sozusagen, nicht so toll ist. Ne? Man bremst und es schaukelt und so. Und das ist immer noch. Ich finde das aber nicht mehr so schlimm. Also es kam mir früher eben total krass vor. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass sich eben World of Tanks auch verändert und dem ein bisschen angenähert hat. Also seit World of Tanks die Physics eingeführt hat mit ja, der besseren oder weniger starken Bodenhaftung, ja, also dass man so schlittern kann, dass es eine Handbremse gibt in World of Tanks, die man zumindest bei leichten Panzern ziemlich gut benutzen kann, und dann schleudert man so rum. Und dass man halt auch über Steine fahren kann und möglicherweise umkippt und so weiter. Seitdem das in World of Tanks ist, hat man sich daran gewöhnt. Ja, also vorher war es halt wirklich so fahren wie auf Schienen. Und jetzt ist es ein bisschen rutschiger geworden. Und wenn man jetzt War Thunder spielt, dann kommt einem das nicht mehr so, so krass vor, dieser Übergang sozusagen von fahren auf Schienen zu schlittern. Und deswegen finde ich, kommt man hier recht gut mit klar. Und vor allen Dingen War Thunder, die ja den Anspruch haben, so ein bisschen realistischer zu sein, also viele Punkte halt haben, wo man in World of Tanks sagen kann, ja, das ist ja total unrealistisch so, ja, also allein Panzer mit Hitpoints zum Beispiel, so passt es aber auch, also es macht absolut Sinn, zu sagen, ein Stuck zum Beispiel ist halt nicht in der Lage anzufahren und eine Kurve zu fahren, zum Beispiel, einfach weil das eben so, ja, einigermaßen realistisch umgesetzt ist, also ich glaube, es gibt tatsächlich Unterschiede. Bei den Panzer hatten jetzt zum Beispiel hat er mir die rechte Kette hier ist kaputt, ne, und die linke war noch ganz und ich bin halt gefahren, also wollte fahren und drehe mich halt um die Achse sozusagen. Ja, und jetzt stehe ich so, dass die Gegner mir hier die linke Kette auch noch kaputt schießen und ich komme hier nicht mehr weg. Also die sind hier fleißig auf mich am Schießen und wahrscheinlich kommt noch ein Artillerie-Strike irgendwie. Ja, und der schießt mir halt jetzt auch noch die linke Kette kaputt und die Reparatur beginnt immer von neuem. Ich stehe hier noch 30 Sekunden, deswegen steige ich gleich aus ins nächste Fahrzeug. Weil, ja, macht halt hier eh keinen Sinn, kann nichts mehr machen. Und dann ist es besser, wenn ich schneller wieder zurück bin. In dem Fall ein Flakpanzer. Also was ich sagen wollte, ist eben dieser Realismus, ja? Dass man zum Beispiel bei bestimmten Panzern eben die Ketten nicht gegenläufig verwenden kann. Ja? Also kann ich eine vorwärts, eine rückwärts fahren. Und selbst wenn, ist es wahrscheinlich nicht so, dass man das aus der Fahrt oder in der Fahrt machen sollte. Könnte wahrscheinlich gar nicht. Ja? Sondern wenn, dann ist es eher so an eine Kette anhalten. Und so ist es halt, wenn man 40 km/h irgendwie geradeaus fährt und das Getriebe es nicht anders hergibt, eine der Ketten halt langsamer werden zu lassen. Sondern eben stehen zu lassen oder halt irgendwie einen Leerlauf zu schalten, dann ist da halt der Widerstand sehr groß und dann beginnt man halt zu schleudern und so. Und das macht irgendwie Sinn und deswegen stört mich das hier nicht so sehr. Na, also ich finde es ziemlich cool. Ja? Die Vielfalt an Panzern finde ich gut. Das ist eben die realistischen, naja,
in Anführungsstrichen, ne, realistische Panzer sein sollen. Dafür gibt es halt vom Panzer 3 irgendwie tausende von Ausführungen. Aber ja, insgesamt kriegen sie es halt relativ gut hin. Ja. Sie haben es noch nicht hingekriegt, dass man halt wirklich so Flugzeuge-Panzer in einem Match hat. Wobei man hier schon Flugzeuge hat, die vom Spieler gesteuert werden, so wie die, die ich halt jetzt hier abschieße. In dem Sinne macht es halt auch hier Sinn, mit einem Flakpanzer zu fahren. Also ich glaube, das Team hat es inzwischen auch gelernt, als ich es letzte Mal probiert habe. Jetzt schalte ich schnell um von HE auf durchschlagen, ne, was wir den Panzer da kaputt kriegen. Die Munitionstypen sind hier so, der erste ist halt 2 mm Durchschlag, Explosionsgeschosse für Flugzeuge, und das zweite ist halt mit ein bisschen mehr Durchschlag für Panzer. Man fliegt halt nicht jetzt so mit seinen eigenen Flugzeugen, zumindest nicht hier in diesen Arkadeschlachten. Ja, der hat es auf mich abgesehen. Ich hoffe, ich komme hier noch weg, bevor die Bomben explodieren. Die haben so ein Zeitverzögerung. Naja, aber geht eigentlich ganz gut. Ne? Dann kriegen wir den noch kaputt und dann kriegen wir hier gleich so eine kleine Expertenserie hin. Kriegen wir noch ordentlich Punkte, aber wir sind hart am Verlieren. Also wir haben, glaube ich, noch einen Punkt hier auf der Uhr. Und also ich meine, wir halten A, aber ich glaube nicht lange genug, dass wir hier wirklich das noch gewinnen. Aber wir könnten noch gewinnen, ja, auch wenn es ziemlich übel aussieht, wir können noch gewinnen. Aber wollte ich nicht erzählen, sondern ich wollte ihm erzählen, dass man nicht seine eigenen schon erforschten Flugzeuge hier drin hat. Möglicherweise hat man das aber in Simulatorschlachten, da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also Simulatorschlachten sind halt die, wo nur eine ganz bestimmte Schlacht nachgestellt wird und dann eben entsprechend Panzer und Flugzeuge daran teilnehmen dürfen. Und da ist es halt so, dass man dann halt mit seinen Panzern oder Flugzeugen daran teilnehmen kann. Es gibt aber sehr wenig Spieler leider, die das da machen, wobei im Simulator Schlachten auch super schwer sind. Also hier in realistischen Schlachten hat man schon so seine Probleme, die Gegner zu treffen. Aber das finde ich halt auch eine gute Sache eigentlich. Also eine schöne Sache, wo sich das Spiel halt von World of Tanks unterscheidet und weswegen man das auch spielen kann. Also in der realistischen Schlacht ist halt kein Zielfadenkreuz, ne? Man hat keine Anzeigen, wo der Gegner ist. Und jetzt habe ich schnell, weil ich hier nichts machen konnte, in ein Flugzeug geschaltet und habe einfach gesagt, ich will jetzt hier einen Bomberangriff machen, und da gibt er mir halt irgendeinen Bomber sozusagen. Also das ist jetzt nicht einer, den ich erforscht hätte. Ja, und damit kann man jetzt halt hier irgendwie so eine Minute rumfliegen und ein bisschen Schaden machen, und der Gegner kann halt in der Situation auch in den Jäger steigen und mich abfangen und so. Genauso natürlich auch andersrum. Wenn der Gegner einen Bombenangriff fliegt, kann man selber in den Jäger steigen und den abfangen. Das finde ich halt ganz nett. Aber zurück zu den realistischen Schlachten. Die sind halt wirklich so kein Zielfadenkreuz. Man muss den Gegner wirklich mit dem Auge spotten auf große Entfernung und dann halt abschätzen, wie weit ist der weg und kann man den irgendwie erreichen mit seinen Granaten. Und das ist natürlich beim Gegner dann genauso. Also der sieht einen zwar und schießt, aber trifft halt nicht. Ja. Also man steht dann irgendwo im Gebüsch und dann schlagen rundherum die Granaten ein und dann denkt man, okay, jetzt kommen die Einschüsse näher. Ich mache mich mal lieber davon, ja, bevor er sich eingeschossen hat. Okay, dann war jetzt das erste Gefecht hier auf der Wüstenkarte, und jetzt haben wir noch eine Sommerkarte. Auch sehr schön. Auch wieder eine Arkadeschlacht. Also wir werden sehen, dass wir nicht nur bei uns hier die Bezeichnung sehen von den Befreundeten, sondern auch von den Gegnern. Da können wir vielleicht drüben ein bisschen was machen. Es sind jetzt 750 Meter. Man trifft vielleicht, aber der Durchschlag lässt halt ziemlich stark nach. Das sei denn, man hat halt so andere so Heat-Geschosse und so. Das ist dann ähnlich wie in World of Tanks, also APCR und ähnliches. Da lässt halt der Durchschlag auf die Entfernung nach und mit den Explosionsgeschossen dann halt nicht. Tja, okay, nicht getroffen. Ich fahre mal einfach weiter. Und also bei den realistischen Schlachten macht dann eben auch der so eine Tarnung viel mehr Sinn. Ne? Also ich habe hier leider keine Tarnung drauf. Standard-Tarnung ist halt so ein Grau. Ich habe es mir ein bisschen dunkler gemacht, als es hier standardmäßig im Spiel ist. Aber ja, so einen Tarnanstrich gibt es ja auf dem Stuck nicht. Es gibt es nur in Grau. Es gibt aber freischaltbar eine Wüsten- und eine Wintertarnung.
Die könnte man jetzt für Gold kaufen oder man muss halt in dem Fahrzeug eine bestimmte Anzahl von Gegnern abgeschossen haben, dann kriegt man die halt kostenlos freigeschaltet. Und immer bezahlbar sind aber 3D-Tarnungen. Und das finde ich auch ein sehr interessanter Aspekt. Habe ich jetzt hier nicht drauf, habe ich bisher noch nicht gemacht, war mir ein bisschen zu teuer. 500 Gold kosten hier, sind also etwa 2,50 €. Und habe ich noch nicht gemacht, weil ich auch noch nicht regelmäßig und oft genug realistische Schlachten mache. Aber 3D-Tarnung bedeutet, dass man halt auf seinen Panzern ein Gebüsch machen kann. Ja, da gibt es halt irgendwie Birkenzweige und alles Mögliche. Kann man halt wirklich Bäume drauf machen. Ja, das Laub und so. Und dann ist man halt in realistischen Schlachten wirklich schwer auszumachen. Also vielleicht an der Schmauchspur, ne? Wenn man schießt, dass man halt so eine Rauchspur hat. Das Geschoss hat einen Tracer, so man, das wird man dann sehen. Aber man ist halt insgesamt schwerer auszumachen. Und das ist schon eine coole Sache und das werde ich auf jeden Fall mal weiter erforschen und erkunden, vielmehr erforschen. Das ist ja vielleicht der falsche Ausdruck. Also erkunden. Und dann ja, natürlich auch gerne Videos davon machen, ja, weil das ist halt schon cool. Das ist ja so ein ganz anderes Skill-Level irgendwie, was da gebraucht wird. Ja. Also, weniger Spielmechanik nutzen, so wie es vielleicht in World of Tanks so der Fall ist, sondern eben mehr in Richtung ja, andere Spieler sozusagen outthink, ausdenken, ist eine, man kann es gar nicht übersetzen, ne? Ja, also auszuspielen, sagen wir mal einfach, ja, also wirklich besser zu sein als der Gegner, so in Sachen Positionierung, in Sachen Spotting, in Sachen Entfernungen schätzen und halt selbst das Geschütz halt auszurichten, zu sagen, so, das müsste so klappen. Und das kann man natürlich so ein bisschen üben. Ja. Da muss man jetzt in den Arcade-Schlachten schon mal darauf achten, wie so die Entfernung ist und wie viel man eben da vorhalten muss. Also nach oben richten, meine ich. Tja, was das hier mit der Mission gerade auf sich hatte, keine Ahnung. Also irgendwas musste man machen und wir haben es nicht geschafft, keine Ahnung, was war. Aber irgendwo hier sind Gegner. Mal gucken. Gleich da drüben. Ab und zu ist es halt, ne? Dieses Rutschen, was ich meine, ne? Dieses Übersteuern und so, das führt halt auch zu solchen Momenten, dass man mal irgendwo gegenfährt. Das war jetzt schon das zweite Mal hier. Und oh, da sind gerade eine ganze Menge Gegner irgendwie gespawnt da drüben. Da steht alles voll. Ich versuche es hier und da mal zu schießen. Und da muss ich aber ganz schnell weg, weil es wird nicht lange dauern, bis die sich auf mich eingeschossen haben, also gesehen haben, dass hier jemand ist und dann schießen die auch. Und den da, den wollte ich eigentlich haben. Und jetzt wollte ich mich drehen und hinfahren, aber ja, die haben einen Artillerie Schlag hier angeordnet. Deswegen fahre ich dann doch lieber ein bisschen weiter zurück und gucke, ob ich woanders noch was machen kann. Was ist das hier, ein Crusader? Vielleicht stelle ich mich hinter den oder so. Links ist gerade zerstört worden. Ob wir hier noch was machen. Treffer ja, aber eben ja, nicht wirklich beschädigt und das passiert halt ganz häufig. Ne? Also wie gesagt, keine Hitpoints, sondern Module und Besatzungen muss man ausschalten, um den Gegner zu zerstören. Das heißt eben Ammo-Rack zerstören oder hauptsächlich eben die Besatzung. Tja, und der Fakt, dass man eben mehrere Fahrzeuge mit in die Schlacht nehmen kann, was man jetzt hier noch nicht gesehen hat, weil ich halt die ganze Zeit hier im Stuck überlebe. Aber jetzt im Gefecht vorher konnte man es ja sehen, bin ich ja vom Stuck zum Flakpanzer gewechselt. Das führt auch so dazu, dass die Spieler nicht wirklich im Chat rummotzen. Also ganz selten sieht man da mal jemanden was schreiben, weil natürlich, wenn jemand zerstört worden ist, dann steckt er einfach in seinen nächsten Panzer und der hat er einfach zu tun, ja, und kann halt nicht schreiben, dass alle anderen die Noobs sind. Das macht es irgendwie so ganz angenehm. Und das führt auch dazu, dass man selber eben natürlich häufig nicht so tot ist. Ja. Also man hat eben, auch wenn man verliert, ja, so im Gefecht vorher zum Beispiel, was wir verloren haben oder hier, was wir gewonnen haben, also jetzt die Gegner sozusagen, die jetzt hier gleich verlieren werden, die sind so. Naja, man ist nicht so, weiß ich was, wie soll ich es beschreiben, ja, so gekränkt, ja, dass man jetzt halt tot ist und nicht mehr mitmachen darf.
und dann zuguckt und ihm die Gelegenheit bekommt, den anderen zuzugucken und zu sagen, ja, wie doof die sind. Ja, sondern man ist halt selber immer beschäftigt und selbst wenn man verliert, hat man halt bis zum Ende gekämpft und vielleicht noch was gemacht und für sich ein gutes Spiel gehabt und da tut so eine Niederlage nicht so weh. Und ich glaube, eine Rolle spielt ja eben auch, dass es hier noch nicht so diese Auswertung gibt, ja, wie XVM. Also es spielt hier einfach nicht so die Rolle, so und so viel Schaden zu machen und also Schadenspunkte zu machen, ja, oder eben Abschüsse zu haben und Prozente gewonnen zu haben. Da ist nicht so ein Druck dahinter, finde ich, im Augenblick. Vielleicht wird es irgendwann geben, aber im Augenblick ist es relativ egal, ob man gewinnt oder verliert. Hauptsache, man hat ein gutes Gefecht gehabt und ja, ist so mit seiner Wertung zufrieden. Und das ist halt ganz komisch. Hier wurden irgendwie Abschüsse nicht gezählt, habe ich den Eindruck. Ich bin hier 14. im Team, ich habe eine Abschusshilfe und ansonsten null. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eben mehrfach Bodenfahrzeuge zerstört habe. Möglicherweise war das aber KI. Also habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob das wirklich Spieler waren oder ob das KI-gesteuerte Fahrzeuge waren. Wie auch immer. Also mir macht Spaß, ich finde War Thunder toll. Und ich werde es öfter bringen und vielleicht ein paar Fahrzeuge vorstellen. Ich bin halt im Augenblick auf Rang 1 und bin dabei, mich auf Rang 2 vorzuarbeiten, und zwar nur bei den Deutschen. Also die anderen Nationen bin ich auch noch ganz am Anfang. Aber ich werde es auf jeden Fall machen und Livestream dann möglicherweise nächsten Donnerstag und dann regelmäßig Donnerstag. Vielleicht kommt auch noch ein anderer Tag der Woche zu, aber eigentlich 2 Streamtage in der Woche reicht erstmal, glaube ich. Also ja, schreibt mir mal, was ihr von War Thunder haltet in den Kommentaren, um zu sehen, wie groß das Interesse hier ist. Und dann sehen wir uns einfach bis beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.